19 Uhr auf der Beanscom 2018. Ich finde, das ist einen Applaus wert. Yay! Einen mehr Applaus, bitte. Ja, genau, die Leute sollen wenigstens spüren, dass wir auch hier sind. Ja, schön. Ein Tag ist fast wieder hinter uns gebracht. Wir waren gerade wieder sehr fleißig auf der Messe, hier auf der Bühne, Backstage, haben Interviews und so weiter und noch und nöcher gemacht. Deshalb haben wir uns wieder versammelt, um ein bisschen zu recappen. Heute in etwas anderer Besetzung. Wir haben illustren Besuch von Game 2. Ja, das ist schön. Hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Wir sind so selten hier. Umso schöner ist es. Ihr solltet häufiger da sein. Markus, du natürlich auch. Hallo. No? Ja, ich freue mich natürlich auch sehr, hier zu sein. Ihr habt beide ein paar Sachen gesehen, da werden wir uns gleich darüber austauschen. Nils, auch noch mit dabei. Du warst aber schon mal in der Recap-Show. Hast du noch mehr Sachen zwischendurch dann wieder gesehen? Ja, ich habe mir ein paar Sachen angeguckt. Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Mhm. Da kommt das auch noch mal. Aber ich habe Anno hab ich gesehen, Siedler, FIFA, Battlefield. Ein bisschen was geschaut. Mal schauen, was wir jetzt heute irgendwie noch unterbekommen. Mhm, aber zum Glück ein paar Sachen habe ich gesehen. Wir haben auf jeden Fall, jeder von uns hat einiges geschaut, aber wir haben auch etliche Matzen hier für euch parat, denn nicht nur wir waren unterwegs, sondern die Kollegen auch, unter anderem Dennis, der sich ein Spiel anschauen durfte, wo ich voll Bock drauf hatte, nämlich Control von Remedy, quasi der inoffizielle Nachfolger zu Quantum Break. Und was Dennis gesehen hat, was er zu sagen hat, das sehen wir jetzt. It was pulling me to the ground. Control hieß das Spiel, was ich mir gerade angeschaut habe. Remedy, die kennt ihr noch, die entwickeln das Ganze. Die haben gemacht Max Payne, Alan Wake und zuletzt Quantum Break. Das war das, wo man die Zeit anhalten konnte. Diesmal sieht es ähnlich aus. Es erinnert tatsächlich, wir haben so eine 20-Minuten-Präsentation bekommen, es erinnert auf den ersten Blick total an einen Misch aus Max Payne, Alan Wake und Quantum Break, was ja zuerst sich richtig gut anhört. Aber ich bin mal gespannt, weil irgendwie überlege ich gerade, was soll ich erzählen, weil ich habe sehr wenig gesehen. Es war ein Mädchen, das wir beobachtet haben, in der dritten Personenperspektive. Die Kamera war hinter der Dame, jemand hat sie gesteuert und ständig sind Gegenstände durch die Luft geflogen. Irgendwelche mystischen Kräfte waren da am Wirken. Ich habe wenig verstanden und ständig hat sie irgendwelche neuen Räume aufgetan. Alles war total mystisch. Sie geht durch die Tür, ist auf einmal in irgendeiner Zwischenwelt. Alles wird hell, alles wird dunkel, Steine fliegen durch die Luft. Es war sehr konfus. Aber das ist ja auch so ein bisschen das Ding von Remedy. Und ich denke, wenn man da ein bisschen mehr auch von sieht, sie haben es extra Sneak Peek genannt, weil viel gab es nicht zu sehen. Ich denke, wenn Remedy das fertig hat, dann kann das richtig interessant werden. Man kann da fliegen, man kann mit einer Pistole schießen, man muss Gegenstände sehr häufig benutzen und kann die irgendwie mit seinen Kräften auf die Gegner schleudern. Ist so ein bisschen wie die Gravity Gun von Half-Life 2, nur dass man die viel häufiger benutzt. Also das muss man wirklich ganz, ganz oft benutzen. Ständig Gegenstände, deswegen fliegt doch alles einem um die Ohren. Das kann ganz witzig sein, denke ich auf jedes Mal. Und ja, ich freue mich drauf. Soll 2019 kommen für PC, PS4 und Xbox. Und sie haben so verschiedene Wörter in den Mund genommen, wo, da habe ich zwar nichts in der Präsentation von gesehen, aber sie meinten, es hätte Metroidvania drin. Sie meinten, es wäre ein Action-Adventure. Ja, kann man so sagen. Es sah eher aus, weiß nicht, hättet ihr Alan Wake ein Action-Adventure genannt? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Ja, dann passt das. Und ansonsten soll es tolle Charaktere geben und eine super interessante Story. Aber wie gesagt, es war eine Sneak Peek. Davon habe ich jetzt noch nichts gesehen. Aber nun gut, warten wir mal ab, was demnächst passiert. Vielleicht gibt es mehr zu hören. Von Control, von Remedy. Ist auf jeden Fall ein Entwicklerstudio, dem man einiges zutraut. Z-verwirrt bin ich auch ein kleines bisschen. Aber ich muss sagen, ich habe ein bisschen Grundvertrauen in Remedy. Die wissen schon irgendwie, was sie tun, oder? Ey. Ich habe leider jetzt bisher noch gar nichts gesehen von dem Spiel, aber Remedy kriegt es irgendwie immerhin eine richtig geile Atmosphäre erzeugen. Das war bei Alan Wake so, das war bei Max Payne so mit dem ganzen Verschneiden. Deswegen, ich bin da voll bei dir, ey. Das Grundvertrauen ist auf jeden Fall da. Mhm. Vor allem, weil sie es auch geil umsetzen können. Also die Dinger spielen sich halt auch immer gut. Und wenn ich das sehe, wie da die Gegenstände hin und her fliegen und sie kann selbst auch fliegen, was kann sie eigentlich nicht, habe ich mich gerade gefragt, als ich das gesehen habe. Ich habe schon Bock drauf. Ich mag das, wenn man ich hätte fast gesagt, die Hälfte nicht versteht. Das gleiche Gehalt wie Männer verdienen, aber... Nils. Also was darf man nicht mehr lachen heutzutage? Ich weiß nicht, was das soll, Gregor. Das war ein Anstandslachen. Ich finde es lustig, aufschreien. Das war Gesellschaftskritik, aber Nils, das muss man auch erstmal verstehen. Ja. Also ich bin auch Fan von Remedy. Ich habe die Max Payne-Teile damals gesuchtet. Ich fand sie mega geil. Es gab im zweiten so ein ganz schwierig zu erspielendes Ende. Mhm. Das habe ich gespielt, nur damit es am Ende ein Happy End gibt. Max und Mona, glaube ich, war es. Max, ne? Und Mona. Und ja, ich wünsche mir immer noch von Remedy so ein Oldschool Max Payne, so mit dieser geilen
Erzählweise mit den Comic-Strips und diesem düsteren Film-Noir, das ist eigentlich das, worauf ich immer mal wieder warte. Aber das kriege ich wohl nie wieder. Aber das sieht auch cool aus. Ja, bis Control kommt, hoffe ich, dass ich mal endlich dann die Zeit finde, Quantum Break auch zu beenden. Ja. Irgendwie, ich habe es noch nicht geschafft. Hast du nicht die Zeit dafür? So ist es. Wir haben aber mehr als genug Zeit, um noch mehr Spiele uns anzuschauen. Und Wirt darf auch mal ran. Der ist natürlich gerade, was Shooter angeht, gerne bei uns auf dem Sender aktiv. Multiplayer ist da vor allem. Und hier hat er sich was Neues zu Destiny 2 angeschaut. Hey, ich bin jetzt bei Activision Blizzard und durfte mir vorhin Destiny 2 Forsaken anschauen. Um genauer zu sein, ich konnte mir nicht besonders viel anschauen, weil es nur eine Präsentation war von Sachen, die wir schon gesehen haben. Auf der E3 wurde schon so einiges angekündigt, bis auf einige Sache. Ist kleiner Spoiler, es ist nicht ein kleiner Spoiler, es ist ein ganz großer Spoiler. 5, 4, 3, 2, 1, alle weg. Okay, Kate Six stirbt. Okay, hat man schon gewusst, hat man schon hier im E3-Trailer gesehen. Aber ich durfte mir eine Cinematic anschauen, wie er stirbt. Fantastisch. Sehen wir vielleicht jetzt oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber die Cinematic war schön. Gefängnisausbruch, alles geht schief, Kate stirbt. Wieso er stirbt? Sein Ghost ist nicht mehr da. Bei Forsaken gibt es nicht nur eine Story, sondern auch tonnenweise Waffen. Es gibt Bogen, es gibt neue Schwerter, es gibt neue Rüstungssets, womit ihr, wenn ihr slidet, dann auch nochmal irgendwie Projektile zurückwerfen könnt. Und ganz, ganz neu, sehr wichtig, weshalb das DLC dann 40 Euro kosten wird. Ja, genau, das Ding wird 40 Euro kosten und ihr müsst die vorherigen DLCs auch noch dazu kaufen. Der Multiplayer. Gambit heißt das Ding. Es ist eine Mischung aus PvE und PvP. Wie das genau aussehen soll, ich erkläre es mal ganz kurz. 5 gegen 5. Und in jedem Team geht es darum, so viele Abschüsse von Horden zu machen wie möglich. Ihr sammelt die Punkte ein und könnt dann Monster, Gegner, wie auch immer, auf die andere Seite des Gegners schicken. Die kämpfen dann gegen die Gegner, gegen das andere Team. Aber die wiederum können das Gleiche machen. Sammelt ihr mehr Punkte, habt ihr dann die Möglichkeit, einen eurer Charaktere, einen eurer Verbündeten auf die andere Seite des Gegners zu schicken und dann kann er dort ein bisschen Tara machen und die Gegner umlegen. Ey, interessanter Ansatz, könnte glaube ich ganz gut werden. Aber das war's dann eigentlich auch. Mehr ist da nicht. Ich bin gespannt. Multiplayer fand ich schon mal sehr gut. Mal schauen. Okay, die Begeisterung hat sich auch ein bisschen in Grenzen gehalten bei Wirt. Mal schauen, ist vielleicht nicht ganz das beste Fazit, was man sich wünschen kann. Aber bei Destiny 2 jetzt im Jahr 2018 ist wirklich mal schauen angesagt, oder? Ja, das große Problem ist ja die DLC-Politik von Destiny. Also ich bin echt ein Riesenfan. Ich habe den ersten Teil so lange gespielt. Ich habe auch Destiny 2 bis zum Umfallen gezockt, aber die letzten beiden DLCs waren einfach nicht gut. Mhm. Und alles darauf hinzuarbeiten, dass du dann diesen 40 Euro Batzen raushaust, damit es wieder ansatzweise gut wird und sie wieder Teile aus 1 einführen. Ich bin da nicht unbedingt ein Fan von, aber ich werde es trotzdem spielen, weil ich muss. Du musst, weil du darfst, ne? Ja. Hat jemand von euch beiden dann mehr Zeit in Destiny investiert und in den zweiten vor allem? Ich habe keine Sekunde in Destiny investiert. Sehr weil gut, gib mir die Hand, ich auch. Mich kannst du mit so Multiplayer-Kram jagen, ohne Scheiß. Gib mir eine geile Story, gib mir eine geile Singleplayer-Erfahrung, ich bin zufrieden, deswegen. Aber ja, es fühlt sich doch so gut an. Man kann es ja auch im Singleplayer spielen, ja. Es hat einen sehr, sehr schönen reinen Multiplayer-Team, Deathmatch und so weiter, aber die Story kannst du ja theoretisch auch alleine spielen. Es ist aber darauf ausgelegt, dass du sie natürlich im Koop zockst, ja, aber du kannst sie auch theoretisch alleine spielen. Ich hab den zweiten leider nicht viel gezockt. Den ersten habe ich viel gezockt, auch irgendwie Multiplayer, weil ich finde es ein sehr schöner Multiplayer. Aber den zweiten aus Zeitgründen, ich wünschte, ich wäre nochmal so jung und ungebunden wie ihr und könnte alles und würde beruflich irgendwas mit Games machen. Könnte immer zocken. Wir führen das Gespräch weiter in einem Jahr, wenn es um den nächsten DLC von Destiny 2 geht. Weißt du, was das Dumme an Destiny ist? Du fängst an, das zu zocken und deine Freunde fangen an, das zu zocken und wenn du irgendwie 2 Tage nicht aufpasst, kommst du nicht mehr hinterher und dann bist du zurückgeblieben. Da. Und das ist leider, das ist wirklich traurig. Da können auch Freundschaften zerbrechen. Ja, es ist wirklich so schlimm. Er hat sich schon lange nicht mehr eingeloggt. Das wird dann ausgetauscht. Ich habe auch ein bisschen Stuff mir anschauen können auf dem Showfloor. Könnt ihr raten, aus welchem Bereich es ist? Japano-RPG. Japan. Okay, RPG ist es nicht, aber Japan ist schon einigermaßen korrekt. Ich war bei Namco Bandai und da gab es etliche Anime-Games zum Anschauen. Unter anderem Jump Force, ein Prügelspiel mit Anime-Lizenz, viele verschiedene Franchises, die zusammenkommen. Und das habe ich dazu gemeint. Jump
Jump Force konnte ich gerade noch spielen, ein Prügelspiel mit der Shonen Jump Lizenz, ein sehr alteingesessenes Anime-Anthology-Magazin aus Japan, wo seit Jahren so berühmte Serien wie Dragon Ball, One Piece, Hunter x Hunter und so weiter gelaufen sind. Und von denen sind auch viele Kämpfer hier mit dabei. Zu denen, die ich genannt habe, habe ich, glaube ich, auch noch Bleach erkannt und bestimmt auch viele Charaktere, die mir kein Begriff sind. Alle sehr schön grafisch dargestellt, mit schönen Effekten. Man wählt drei Kämpfer aus, die dann ein Team bilden. Man kann jederzeit hin und her wechseln während des Kampfes. Es ist eigentlich recht einfach reinzukommen mit den Angriffs- und Ausweichtasten. Es fühlt sich mehr an wie ein bisschen so die Dragon Ball Kampfspiele, noch vor Dragon Ball Fighters. Also die typischen, die man in so in der Arena kennt mit den sprechenden Bewegungen. Aber obwohl man mit Dragon Ball Charakteren gespielt, war es nicht so vertikal das Spiel, dass es so in die Höhe und in die Luft gegangen ist, sondern man hat sich in diesen Locations, die schön dargestellt sind, umherbegeben, hat dann Nahkampfattacken gemacht, schnelles Ausweichen und auch die Stimmen klangen für mich sehr akkurat, es scheinen wohl auch die originalen Sprecher mit dabei zu sein. Ich denke, für so Prügelspielfans, ich habe auch schon so einen Shonen Jump Prügler vor einiger Zeit mal gespielt, hängt ein bisschen davon ab, ob man ja wirklich die Charaktere sehr mag oder nicht und mit denen sich gegenseitig eins auf die Fresse geben möchte. Umsetzungstechnisch sieht es cool aus, ich denke, das ist auch genau ein Spiel für Fans, wenn es dann rauskommen wird. Ich werde dem auch nochmal eine Chance geben, ein bisschen mehr spielen, wobei ich glaube fast schon, dass meine Prügelzeit bei Bandai mehr in Soul Calibur reingewirrt. Aber ich will mich auch gerne vom Positiven überraschen lassen. Hat einer eine Meinung zu Jump Force? Meine habe ich gerade feilgeboten. Ich finde One Piece cool. Ja. Und ich Naruto. Ich finde Dragon Ball geil, siehst du? Nee, ich stehe diesen Bandai Namco 3D-Prüglern irgendwie immer skeptisch gegenüber. Mhm. Also Dragon Ball Fighters fand ich richtig, richtig geil. Aber alles, wenn es direkt so in dieses Dreidimensionale geht, das irgendwie hat das für mich nie gut genug geflaut. Es war immer relativ unübersichtlich, vor allem bei den Dragon Ball Spielen. Mhm. Die habe ich gespielt, die anderen, da bin ich jetzt nicht so drin. Deswegen, ich bin da eher bei Dragon Ball Fighters, wenn es 2D, also man kann Dragon Ball Fighters jetzt nicht übersichtlich nennen, aber auf jeden Fall ein bisschen direkter, ein bisschen flotter geht. Deswegen. Ja, ich bin da auch bei dir absolut. Ich würde auch eher in die Richtung gehen, wie Dragon Ball Fighters es ist. Es muss nicht die 2D-Ebene sein, aber zumindest, dass du, wenn ich nach links drücke, dann geht er auch nach links oder rechts und nicht irgendwie oben runter und in die Tiefe. Aber wie ich es auch schon in der Matze ausgeführt habe, ich habe das Gefühl bei dem hier, es ist schon ein bisschen direkter als diese doch sehr eigenen und speziellen Dragon Ball Spiele. Und ich glaube, dass ein paar Leute zumindest echt viel Bock darauf haben werden, wenn die ganzen Anime-Lizenzen schön aufeinander knallen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe noch ein weiteres Spiel und das werde ich nicht raten lassen, weil das ist zu cool, als dass jetzt irgendwie Spekulationen dann herauskommen, aber Bloodstained, Ritual of the Night, der inoffizielle Castlevania Symphony of the Night Nachfolger, war auch anzuspielen. Ich habe fast eine Stunde gezockt und natürlich auch einiges darüber zu sagen gehabt. Ich habe fast eine Stunde tatsächlich hier auf der Gamescom spielen können, und zwar Bloodstained Ritual of the Night, ein Game, auf das ich mich persönlich wirklich sehr freue, weil es von einem meiner Lieblingsentwickler ist, Koji Igarashi, der damals die Castlevania-Serie für viele Jahre mitverantwortet hat bei Konami, solche Hits gemacht hat wie Symphony of the Night auf der PlayStation oder später die ganzen Ableger auf dem GBA und dem Nintendo DS. Der hat sich ja vor einigen Jahren selbstständig gemacht, hat Konami verlassen und über Kickstarter dieses Bloodstained Ritual of the Night finanziert, was ja Castlevania mit Ausnahme der Lizenz dann sein sollte. Ein komplett neuer Main-Character mit Miriam, die auch ähnlich wie die alten Castlevania-Charaktere ja alle möglichen Sachen equippen kann, hat Magien, die sie absorbieren kann von Gegnern, kann sie wieder auf die zurückwerfen. Die Level und die Spielbarkeit sind sehr an Symphony of the Night angelehnt, mit wirklich, dass die Animationen auch daran erinnern, der Aufbau vom ganzen Level-Design, die Sachen, die du einsammeln kannst. Und ich konnte vor einiger Zeit bereits so eine ganz frühe Demo spielen, die war in Ordnung. Ne? Da hat man auch gemerkt, okay, die haben es ein bisschen gebraucht, um die Animationen richtig hinzukriegen, wie das Level-Design und so weiter passt. Jetzt habe ich eine Version gespielt, die schon näher dran ist an dem, wie es letzten Endes sein soll. Es wurde nochmal verschoben auf 2019, um da nochmal den letzten Schliff Politur drüber zu packen nach dem Feedback, was die Entwickler bekommen haben, weil es sieht zwar passabel aus, aber es ist jetzt nicht vergleichbar mit AAA-Titeln, was jetzt so den Look und Feel angeht. Das ist ein Metroidvania-Titel im wahrsten Sinne des Wortes. Er spielt sich so wie die alten Sachen, aber
Symphony of the Night ist auch 20 Jahre her und da hast du vielleicht ein paar andere Fortschritte gemacht im Genre. Heute musst du dich mit dem Hollow Knight beispielsweise vergleichen und die sind schon eine ganz andere Hausnummer, was Animation und Spielbarkeit und Leveldesign angeht. Jetzt, wo ich es hier gespielt habe, der Anfangslevel, das Schiff, das hatte ich schon mal vorher gespielt in der alten Demo, das war hier ein bisschen angepasst, hat sich okay angefühlt. Der Part danach hat mir tatsächlich ein bisschen besser gefallen und mehr Spaß gemacht. Ein Dorf, sehr ähnlich wie bei Simon's Quest auf dem NES oder Order of Ecclesia auf dem Nintendo DS. Das hat so wieder so ein klassisches Gefühl rübergebracht. Auch schön, wie mit den 3D, 2,5D Grafiken da rumgespielt wurde, dass du teilweise Tiefeneffekte gehabt hast. Die Steuerung ist noch nicht ganz so flott, wie ich es mir wünschen würde. Ich hoffe, dass sie da noch mal ein bisschen dran schrauben und nicht nur sklavisch sich an das Symphony of the Night Gefühl halten. Ich habe es auf dem Kieker. Ich hoffe, dass es nicht die Leute enttäuschen wird, so wie es vom gleichen Entwickler Mighty No. 9 gemacht hat. Die wurden nämlich auch mitverantwortet damals, zwar nicht für Koji Igarashi, sondern für Keiji Inafune. Der hat so das gleiche Entwicklerteam sich dazu geholt und damit sind sie nicht so ganz gut angekommen. Das wirkt aber schon wesentlich solider, als wie es Mighty No. 9 gewesen ist. Und wenn ihr Bock habt, schaut euch auch gerne Speedrandale-Folgen an. Da gab es ja das 8-Bit-Spin-Off von Bloodstained, Curse of the Moon, was an die alten NES-Castlevanias erinnert. Und das ist tatsächlich richtig geil geworden. Da muss sich das große Spiel, was nämlich noch rauskommen wird, eben noch anstrengen, an das 8-Bit-Spin-Off da ranzukommen, weil das haben sie richtig cool gemacht. Ja, ich lasse es erstmal sacken. Wenn ich Glück habe, dürfte ich vielleicht sogar eine spielbare Version demnächst so bekommen, dass ich es nochmal vielleicht eventuell euch zeigen kann und nochmal im Detail alles ausführen. Aber ansonsten hat mir meine Session jetzt hier ordentlich Spaß gemacht. Ja. Wart zurück ihr, zu dir. Zurück zu mir. Ja, wart ihr irgendwie überhaupt beteiligt an dem Titel? Also es gab den Kickstarter auch. Ich weiß, dass Ede damals sehr begeistert war als Fan solcher Spiele und auch gleich hier so mit reingebuddert hat in den Kickstarter. War es präsent bei euch irgendwie? Ich habe das Curse of the Moon für Game 2 tatsächlich gespielt, unter dem Radar. Und das fand ich auch richtig geil, weil das fand ich auch richtig flott. Das haben sie richtig gut umgesetzt, dieses alte Gefühl. Und sie haben da ja sogar teilweise so klassische Fehler, wenn die Figur über den Bildrand springt. Ich weiß gar nicht, ob sie das extra mit reingenommen haben. Das haben sie extra gemacht. Ja, das war so eine NES-Eigenheit, ja, dass die Figur über die Menüs rübergeht. Ja, das ist echt total cool gewesen. Aber du hast es ja gerade auch schon angesprochen, wo ich das gesehen habe. Ich fand, es sah ein bisschen behäbig aus irgendwie. Es war wie die Figur gelaufen, es war sehr langsam. Du hast ja gesagt, die Steuerung war jetzt noch nicht so ganz optimal. Es ist sehr, weil Symphony of the Night auch bewusst behäbig gewesen ist. Nur heutzutage wirkt es natürlich mit moderner Grafik vielleicht nicht ganz so rund. Ne? Das ist die Sache. Ja. Aber ja, wir werden es 2019 sehen. Wie gesagt, ich habe meine Meinung dazu ausgeführt und hoffentlich kommt es besser an, als es Mighty No. 9 getan hat. Aber Christoph, du bist jetzt hier und hast ein Spiel angeguckt, was ich auch vor kurzem jetzt nochmal anschauen konnte. Da können wir uns gleich nochmal gerne ausholen. Ich glaube, auch euch wird es gefallen, wenn ihr bisher noch nicht was davon gesehen habt, nämlich Biomutant. No? Ja, ich habe auch ein bisschen Material mitgebracht. Ich würde sagen, das können wir einfach mal nebenbei. Das kannst du gerne parallel mal laufen lassen. Abfeuern und dann erzähle ich was dazu. Genau, es sind ja ehemalige Leute von Avalanche Studios, die ein kleines neues Studio aufgemacht haben, so die ganz frühen Just Causes verantwortet haben. No? Genau, ich glaube, es sind 17 Leute sogar nur oder so. 17, 18. Um die 20, irgendwie sowas, auf jeden Fall kurz unter 20. Und ich kann ja mal kurz zusammenfassen. Also, die Welt ist untergegangen, es gab eine große Naturkatastrophe und wir spielen diesen kleinen Waschbären, den man da gerade sehen kann, der natürlich nicht weniger zu tun hat, als die Welt vor ihrem Untergang zu bewahren. Es gibt nämlich einen Baum des Lebens und durch diese Naturkatastrophe, was wohl irgendwas mit Öl zu tun hat, sind die Wurzeln des Baums beschädigt. Und an 5 Stellen, wo die Wurzeln an die Außenwelt treten, muss man ein Monster besiegen, damit es dann endlich wieder alles gut wird. Was wir da jetzt gerade sehen, ist schon mal ein ganz interessanter Aspekt, weil dieses Projekt ist so absolut fucking ambitioniert. Also was die da alles reingepackt haben, es gibt ein Yin und Yang System, was so ein bisschen an die alten Mass Effect Teile erinnert. Es gibt Kämpfe, die so ein Mix aus Devil May Cry und Batman sind. Es gibt Fraktionen, es gibt Crafting, also es gibt eigentlich alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Ja, das fand ich erstmal, also es ist auf jeden Fall ambitioniert. Ich würde da auch beipflichten. Ich hatte den Entwickler da und der hat mir eben dann so das Feature erzählt und ich habe auch gesagt, this is a lot to take in. Das muss ich erstmal in mich aufnehmen und aufsaugen. Alleine so ein eher ungewöhnliches Design mit, er meinte auch, die orientieren sich so ein kleines bisschen an Action-Adventures wie Horizon Zero Dawn und auch Zelda Breath of the Wild soll kein falscher Vergleich da ungefähr sein, aber eben mit dem eigenen Twist und mit einfach so viel Ideen, die sie in einem großen AAA Titel mit dem klassischen Team oder bei einem großen Publisher wohl nicht untergebracht hätten. Ne? Ja, wir sehen auch gerade einen Kampf und
das hat an sich, fand ich zumindest, ich weiß nicht, hast du es auch gespielt? Nee, oder? Ich habe es nur sehen können. Ja. Ich habe selber gespielt. Das ist jetzt auch Material, was wir nicht selber gecaptured haben. Das haben wir zur Verfügung gestellt bekommen. Und das hat eigentlich auch ganz gut geflowt. Nur ich habe teilweise echt schon ein bisschen die Übersicht verloren, weil da wirklich so viele Gegner teilweise aus allen Richtungen auf einen zukommen. Damit wollen sie natürlich ein bisschen provozieren, dass man dieses Batman-artige ein bisschen rausholt. Ne? Hier den Salto über den einen, da den Salto über den anderen, ballern, bumm, das sieht cool aus. Aber man muss natürlich erstmal wissen, ja, von wo kommen sie denn überhaupt? Ne? Ja. Aber das war ab und zu ein bisschen verwirrend, aber generell hat das schon ganz gut funktioniert. Hier ist so Markus, wenn ihr das jetzt seht, wäre das was, wo ihr gleich sagt, ey, da habe ich schon ein bisschen Bock drauf oder erstmal gewöhnungsbedürftig? Tja, also da, lustig. Ja, wenn man mit kleinen Tierchen ballern und schnetzeln kann, finde ich es schon mal ganz geil. Es sieht so aus, als würde es sich auch gut anfühlen. Du hast ja angesprochen, dass es sich so ähnlich wie ein Batman-Teil steuert. Ja. Also finde ich auf ersten Anhieb erstmal ganz schick. Die Open World macht mir ein bisschen Sorgen. Es soll eine sein, oder? Ja, es wird auf jeden Fall eine relativ große. Obwohl selbst das wird so ein Mix aus Open World und Metroidvania. Du hast zwischendurch immer, also das heißt ja auch Biomutant, das Viech ist mutiert. Und es gibt diverse Mutationen, die man lernen kann. Ich habe da jetzt selber noch keine von gesehen, da kann ich jetzt leider gerade nicht mehr zu sagen. Aber das ist auch ein bisschen Max Payne-ig. Ich finde das ganz lustig. Also der Tempo drin, es sind coole Kombos und dieses in Zeitlupe, bam, 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 bam. Da habe ich ja ein Stück weit wieder Max Payne. Ja. Die Gegner sind lustig, fantasievoll und wenn das technisch sauber ist, ich finde das schon ansprechend auf jeden Fall. Ja, kannst du mal zum Bosskampf gehen, weil der war so abstrus am Ende. Ich wollte auch noch eine der Fähigkeiten zeigen, weil die fand ich auch sehr lustig. Man lernt natürlich neue Fähigkeiten. Da ist es zum Beispiel. Zum Beispiel, dass man diese riesen Bobbelblase um sich rum machen kann. Da ist sie. Und damit kann man nicht nur über Abgründe springen, sondern auch die Gegner einfach an sich festsaugen. Dass sie so an einem und dann platzt sie und die fliegen einfach durch die Gegend. Das finde ich schon sehr charmant. Und kannst du das nur im Kampf einsetzen oder hat das auch in der Welt irgendeine? Naja, das hat zum Beispiel hier dieser Abgrund da vorne. Zum Beispiel durch die Blase kannst du natürlich weiter springen, dann hüpfst du zweimal auf, sammelst ein bisschen Schwung und bumm, geht's rüber. Ja, schön. Und was ich gehe gleich zum Bosskampf. Ja. Ich wollte noch einmal sagen, das Ding ist wirklich saukreativ. Also vom Design der Monster, die auf einen zukommen und auch von der Art und Weise, wie sie rangehen, weil. Dadurch, dass es alles Tiere sind, können sie nicht richtig sprechen. Sondern diese Rolle übernimmt ein Offsprecher, der wie ein FIFA-Kommentator quasi die ganze Zeit kommentiert, was da passiert. Hier ist jetzt gerade die englische Version dran. Ich habe sogar die deutsche spielen können. Und da klang er ein bisschen gelangweilt. Irgendwie. Also es war schon nicht so einem. Die englische klang in dem, was ich da in dem Material gesehen habe, sehr gut. Die deutsche war so ein bisschen, muss ich mal gucken, ob das jetzt nur an der ersten Stelle war. Das ist dann mehr, mal erwischst du recht gute deutsche Übersetzung, mal trittst vielleicht nicht ganz den Ton, den die da machen wollen. Ich bin mal gespannt, wie abwechslungsreich das ist, weil bei FIFA geht es dir nach dem zweiten Spiel auch schon auf die Eier, irgendwie, weil die Floskeln sich natürlich dann auch wiederholen. Und wenn du so ein offenes Spiel hast mit so einer großen Spielwelt, bin ich mal gespannt, ab wann sich diese ganzen Sprüche und damit auch der Humor, ich gehe davon aus, dass es Humor hat, so sieht es irgendwie aus, sich dann wiederholt. Mal gucken, ob das wie stark das rein hat. Aber ansonsten, wir sehen jetzt hier auch einen kleinen Auszug. Ansonsten kann man sich gerne auch die lange Session angucken mit dem Entwickler, die wir vorhin gemacht haben. Die müsste auch hoffentlich dann bald online sein. Da ist so viel Stuff drin. Ich glaube, dass man immer wieder was Kleines, Neues hat, an dem man sich festhaken kann, ohne dass es jetzt um den einen Spruch oder um das eine Feature geht. Wann kommt das raus? Mitten nächstes Jahres, das haben sie jetzt gerade verschoben. Ich finde das lustig. Also Sommer 19 ist, glaube ich, die aktuelle Aussage. Christoph, du hast noch ein weiteres Spiel dir angeguckt. Ja, und das wurde, glaube ich, wurde es auf dieser E3 angekündigt oder auf der letzten? Es kann, also zumindest da gab es wieder schöne Präsentationen und es geht um Trials. Es wurde auf dieser E3 angekündigt. Auf dieser war es. Ja, genau, die Präsentation, wo er in seinem Evil-Knievel-Outfit da... Wo er durch den Tisch gefallen ist oder genau. So, ja. Trials... Kann man, also ich denke mal, jeder von uns wird hier irgendwann schon mal ein Trials gespielt haben. Das macht einfach Bock. Und man kann es auch eigentlich relativ kurz fassen. Trials bleibt Trials. Also sie haben da großartig nichts dran geändert. Es ist rechter Stick Gas geben, rechte Schultertaste Gas geben, linker Stick Gewicht verlagern und dann so schnell und unfallfrei wie möglich durchkommen. Was ich da jetzt, das ist von uns gecaptured, Material nicht so gut schaffe gerade. Aber es macht tierisch Bock, weil wir haben drei Level gespielt. Das ist jetzt ein Level, der ist ein Flugzeug und ich skippe da mal ein kleines Stück nach hinten. Bitte, mach das mal. Ja. Und hier sieht man schon, dass sie sich da wieder richtig was einfallen lassen haben. Gleich kommen wir nämlich zu einer Szene, da merkt man das erste Mal, dass es ein Flugzeugträger ist. Und die Level waren so geil aufeinander abgestimmt wieder. Also es gibt teilweise Phasen in diesem Flugzeug, wo dann
auf einmal anscheinend Luftloch ist, das ganze Flugzeug sackt ab, die Umgebung hebt hoch und das kannst du dann zum Beispiel nutzen. Ich glaube, da kommt es jetzt gleich, um irgendwie schneller noch durch die Gegend zu kommen. Also da haben sie sich wieder richtig was einfallen lassen. Boah, ja. Ja, okay, das ist nicht cool, ja. Der Entwickler hat mir noch gesagt, sie wollen sich diesmal wieder ein bisschen mehr auf realistische Settings konzentrieren. Mhm. Also nicht wie in Fusion, so ein bisschen dieses abgespacede. Fusion war auch das, wo man teilweise auch irgendwie zu Fuß unterwegs war? Oder habe ich es falsch im Kopf? Ne? Da gab es doch eins, wo man auch nicht immer nur dann schön gefahren ist. Ja, das kann sein. Ich habe es jetzt auch gar nicht mehr so. Konnte man nicht auf Einhörnern reiten? Irgendwie. Ja, es war auf jeden Fall mehr als nur Motocross fahren. Ja. Und was komplett neu ist in Trials Rising ist, wenn ich meinen Mauszeiger finde, kann ich auch hinskippen. Da oben ist er. Der Tandem-Modus. Mhm. Da sind wir. Was? Ah, okay. Das heißt... Wir befinden uns zu zweit auf einem Tandem-Motorrad und beide Spieler haben zu 50% Kontrolle über Gas, über Bremse und über die Gewichtsverlagerung. Okay, das ist lustig. Und der Entwickler nannte es auch den Friendship-Killer-Mode. Ja. Beef hier kommt, ne? Auf jeden Fall. Und das hat tierisch Bock gemacht. Also wirklich, das ist schon eine der schwereren Strecken sogar. Und ich war mit dem Artyom beim Termin am Dienstagmorgen und ich sag mal, gut geht anders. Was wir beiden da abgeliefert haben. Aber es hat tierisch Bock gemacht auf jeden Fall. Ja, das kann ich mir echt vorstellen. Also Trials gerade hier, irgendwo wird Rudi wieder aufhorchen, weil das ist so sein Steckenpferd gewesen. Der wird ihm auch wieder... Ja, glaubt er, behauptet er. Sagt er immer. Ja, er war zumindest 2009 ganz gut. Vielleicht ist es heute noch. Ja. Nö, aber ansonsten, wie gesagt, wer Trials vorher mochte, der wird es mit 95%iger Wahrscheinlichkeit auch jetzt wieder mögen. Mhm. Von daher. Es gibt natürlich noch so ein paar andere kleinere Änderungen. Meinetwegen... kannst dir einen lustigen Pferdekopf aufsetzen und so eine Geschichte. Ja, aber du solltest an Trials auch nicht zu viel verändern, weil da macht das Level und Streckendesign die kleinen Ideen da so ein bisschen aus. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, die finde ich total interessant, weil was willst du bei einem Spiel, was eigentlich schon fast für das, was es sein will, perfekt ist, vom Handling und es war schon immer, die Strecken waren schon immer sehr fantasievoll und abwechslungsreich. Eigentlich ist alles immer nur so ein Map-Paket im Grunde. Oder irgendwelche Skins oder neue Motorräder. Und das ist aber meine Idee zumindest, wo du sagst, okay, das ist ein Alleinstellungsmerkmal für diesen Teil. Ne? Ja, auf jeden Fall. Deswegen, du hast es ja auch schon angesprochen, das Wichtigste ist, dass es geile Strecken gibt, dass die richtig cool ineinander greifen, dass da viel Action ist. Und von dem, was wir bisher gesehen haben, wir haben drei Maps gespielt, das lässt auf jeden Fall auf einiges hoffen. Mhm. Das kommt aber erst im nächsten Jahr, oder? Im Februar, glaube ich. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, steinig mich nicht, wenn es nicht stimmt, aber ich glaube im Februar. Bis dahin kann man die 500 anderen Trials dann nochmal durchspielen. Das macht mich wahnsinnig, was ihr hier macht die ganze Zeit. Es ist aber wirklich Kannst so. Du niemand irgendwie zu einer Stelle Hast spielen? Du schon mal Trials gespielt? Ja, Mann! Hast du dir schon mal selber dabei zugeguckt? Ich bin mega gut in Trials. Deswegen kann ich das nicht ertragen. Okay. Ja gut, aber die sind ja auch zu zweit drauf, ne? Also du weißt ja nie. Challenge accepted. Also das war Arti jetzt, der sich nach vorne legt. Ja. Das war Arti. Versuch nicht weiter hinzugucken. Markus, wir werden gleich nochmal dann zu ein paar frischen Eindrücken von dir kommen, denn jetzt geht es um Nintendo. Da gab es nämlich heute Morgen einen kleinen Termin, da bin ich auch mit beigesessen, aber hauptsächlich haben Fabian und Ede sich die Sachen angeschaut und die geben ihre Meinung über etliche Nintendo-Titel erstmal ab. Eddie und ich sind hier bei Nintendo. Wir haben einen ganzen Haufen neue Spiele gesehen. Die einzigen Sachen, die ich eigentlich wusste, dass wir sie sehen, waren Smash Bros. Ultimate und Super Mario Party. Es gab aber noch ein paar Sachen mehr. Aber zuerst, Eddie, wie war dein Eindruck von Mario Party? Ich hatte ein bisschen Probleme mit meinem Joy-Con, das immer ausgegangen ist. Deshalb habe ich sehr schlecht abgeschnitten. Aber ich mag Mario Party eigentlich sehr gerne. Ich mag jetzt nicht diese Brettspiel-Variante, sondern ich mag die Minispiele. Und da haben sie ja einen neuen Modus, glaube ich, jetzt angeboten, wo du irgendwie so wie bei Mario Kart so verschiedene Cups hast, wo dir schon eine Zusammenstellung an Minispielen dann pro Cup auf dich wartet. Und die kannst du dann mit einem Kumpel spielen. Oder auch online, haben sie uns gesagt. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Du kannst dann ohne groß kompliziert irgendwie, wir spielen jetzt diese Minispiele, zack, online mit gegen Kumpels. Und das hat schon Spaß gemacht, auch wenn es ist halt immer so dieses Joy-Con-Ding, wenn du das so schieben oder nicht schieben, aber so senken und so musst und dann bewegt er sich und so. Das ist nicht immer 100% präzise und ist auch mehr Fummelei manchmal, aber es gab auch schöne Sachen, wo man in der Pfanne so ein Stück Fleisch zum Beispiel wenden musste und dann musstest du immer so den Joy-Con so rumdingsen. Das hat sehr gut funktioniert. Also
Ja, aber erster Eindruck. Was dafür nicht so gut funktioniert hat, du sagtest das eben schon, es gab ein Spiel, wo man auf so kleinen Dreirädern fährt und man muss irgendwie den Joy-Con so ein bisschen so rotieren in der Hand. Ich habe überhaupt nicht den Bewegungsablauf gehabt. Und das sind immer so Spiele, wo man denkt, okay, es kommt nicht so richtig auf Können an, sondern dass halt einer irgendwie schnallt, okay, das ist die Bewegung, die behalte ich jetzt einfach bei und dann fahre ich da als Erster ins Ziel. Aber an sich hatte ich auch einen guten ersten Eindruck von. Schwieriger zu bewerten ist jetzt für mich Super Smash Bros. Da hast du, glaube ich, gar nicht mitgespielt bei der Partie. Und ich glaube auch wir alle anderen, Gregor, Mirko und ich, hatten Schwierigkeiten, uns da reinzufinden, weil wir nur eine kurze Session gemacht haben und es ist dann sehr, sehr viel los auf dem Bildschirm, sehr viel Nintendo-Fanservice drin an Items, an Stages, an den Charakteren, an Sachen, die da passieren. Aber da muss man sich, glaube ich, ein bisschen reinfuchsen. Aber ich glaube, für Fans der Reihe wird das schon auch wieder geil werden, weil einfach so viel drin ist. Aber man merkt, also ich merke zumindest, dass ich da nicht so die krasse Erfahrung habe mit den Vorgängern. Du hast, glaube ich, in der Zwischenzeit ein Spiel gespielt, mit dem wir jetzt nicht unbedingt hier gerechnet hatten bei Nintendo, nämlich Diablo. Ja, genau. Diablo wurde ja angekündigt für die Switch und man kann es hier schon in einer ersten Version spielen. Habe ich mich natürlich direkt draufgeschmissen, weil ich bin ein riesen Diablo-Fan. Ich habe es auf dem PC lange gespielt, ich habe es auch auf der Konsole gespielt. Ich habe sogar meinen Spielstand dann von der letzten Generation auf die neue Generation mitgenommen, was glücklicherweise ging. Und Entschuldigung, Stimme ist schon fast weg. Ich finde Diablo als Handheld-Version finde ich einfach überragend. Also die Idee, wenn mir das einer vor 10 Jahren oder so gesagt hätte, du wirst irgendwann mal Diablo im Zug spielen können oder im Bus oder weiß ich nicht was, ohne jetzt, sage ich mal, einen klobigen Laptop mitzuschleppen, hätte ich den für verrückt erklärt. Und es spielt sich auch ganz gut. Es war ein bisschen schwierig eingestellt. Also du kommst dann nach 3 Gegnern zum Butcher, der irgendwie dich mit jedem Schlag sofort tötet. Das war ein bisschen frustrierend, habe ich nicht so ganz verstanden, warum sie das so schwierig eingestellt haben irgendwie. Und du konntest auch nicht groß customizen, du konntest nicht ins Equipment-Menü gehen und so. Also es ist alles noch sehr basic gewesen. Aber du hast schon einen Eindruck gekriegt, es läuft relativ flüssig, die Steuerung ist gut. Also wer es schon mal auf Konsolen gespielt hat, der weiß auch, dass Diablo sich wirklich sehr hervorragend auf Konsolen spielt, was man vorher vielleicht gar nicht gedacht hätte, aber auch auf PlayStation und Xbox spielt sich sehr, sehr gut. Und deshalb, glaube ich, ist es auch für die Switch eine sehr coole Sache. Es ist ja auch, glaube ich, schon mit Expansion Packs und allem drin. Also da wird man schon eine Menge Spaß mit haben, glaube ich. Kostet dafür allerdings auch nochmal Vollpreis. Und das, finde ich, ist natürlich eine Ansage bei einem Spiel, was schon, glaube ich, jetzt 6 Jahre alt ist. Trotz aller Expansions 60€ ist ein hoher Preis. Aber ich habe auch mega viel Bock, Diablo einfach unterwegs zu spielen. Ich glaube, die meisten Leute werden es einfach trotzdem kaufen, auch wenn es Vollpreis kostet. Wo ich mir nicht sicher bin, ob es sich alle Leute kaufen werden, ist No More Heroes 3. Ist eher so eine Fan-Liebling-Serie. Ich mochte die ersten beiden Teile auf der Wii sehr gerne damals. Wir konnten da jetzt einen relativ strangen Abschnitt anspielen. Ich glaube, No More Heroes 3 wird eher eine Sammlung aus mehreren kleineren Spielen, die zu einem großen Spiel funktionieren. Hier sind wir durch so einen recht psychedelisch anmutenden Abschnitt gelaufen und haben mit dem Laserschwert Gegner verhauen. Cooler Style, ganz, ganz guter Humor auch, hat mir gut gefallen, aber spielerisch war es jetzt ein bisschen monoton, kann man sehr, sehr wenig aus diesen 5 Minuten Hands-on ableiten, wie gut oder wie vielfältig das fertige Spiel werden wird. Wo du vielleicht nochmal eher was zu sagen kannst, ist ein Spiel, was eigentlich die Leute schon kennen, da interessiert es, glaube ich, jeden, wie gut läuft es auf der Switch, nämlich Dark Souls Remastered. Genau, habe ich auch ein bisschen gespielt und ja, was soll ich sagen, es ist halt natürlich, es ist ein Dark Souls, es ist halt Dark Souls und es ist genauso wie man es erwartet, natürlich jetzt von der Framerate nicht auf dem Niveau wie auf dem PC oder auf den großen Konsolen, sage ich jetzt mal. Es spielt sich halt eher so wie Dark Souls früher auf der PlayStation 3, so ein bisschen ruckeliger und so, hat mich aber damals auch nicht gestört. Natürlich ist es schöner, 60 Frames zu haben. Wenn man die Wahl hat, will man immer 60 Frames, aber dafür kannst du es unterwegs zocken und das ist dann eben auch wieder so ein Ding, muss jeder für sich selber abwiegen. Ich finde es erstmal Hammer, dass es auf der Switch rauskommt, dass man eben auch ein Dark Souls theoretisch kannst im Sommerurlaub am Pool Dark Souls spielen oder so. Ob man das dann macht, ob Dark Souls jetzt so das richtige Spiel ist für den kurzen Zock zwischendurch, weiß ich nicht. Ich persönlich bin dann eher einer, glaube ich, der Dark Souls doch lieber stationär zu Hause auf dem Sofa in einer langen Session spielt. Ich finde, die Switch eignet sich eher für andere Spiele besser. Aber für alle, die noch nie Dark Souls gespielt haben und nur eine Switch haben, ist es auf jeden Fall eine ernste Alternative, auf jeden Fall. Cool.
Wir haben noch ein, zwei andere Kleinigkeiten gesehen, aber das war zum Beispiel Monster Boy and the Cursed Kingdom. Das haben wir morgen nochmal bei uns im Stream. Da kommt jemand vorbei vom Publisher, deswegen müssen wir hier jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Außerdem gibt es bei Nintendo auch noch Pokémon. Da werde ich aber das Wort einfach dem Kollegen Markus von Game 2 überlassen. Der sitzt nämlich heute auch hoffentlich in dieser Recap-Show, in der ihr diesen Beitrag seht. Ist ein großer, ausgewiesener Pokémon-Fan. Deswegen, Markus, du jetzt noch ein bisschen zu Pokémon. Vielen Dank, Eddie. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Das war's von Nintendo. Ja, da können wir nicht anders, als diese wunderbare Überleitung aufzugreifen. Wir werden doch ein bisschen über Nintendo natürlich nochmal mehr quatschen, aber Markus, Pokémon, erzähl uns. Ja, Pokémon, leider für mich eine große Enttäuschung. Oh no. Also, ja, also es ist einerseits hier auf der Gamescom, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe hier Material natürlich mitgebracht, aber das ist alles andere als frisch, das stammt von der E3. Denn hier gab es auch nur die E3-Demo zu spielen. Also es ist 1:1 das Gleiche, wir durften nichts davon filmen. Ja, nochmal kurz zur Erklärung, das wird ein Titel, der ein bisschen abweicht von der Hauptreihe, und zwar ist es mit Pokémon Go verknüpft. Mhm. Ihr könnt Pokémon in Pokémon Go fangen und die in euer Spiel transportieren. Aber das ist doch nice. Ja, 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 aber es gibt ja Pokémon Go schon und ich weiß nicht, so einen hybriden... Naja, aber das erweitert halt so ein... also Pokémon Go erfreut sich ja offensichtlich nach wie vor nach einer gewissen Beliebtheit. Auch bei mir, natürlich, und wenn du dann da deine vier Viecher da aus dem Telefon in deine Konsole mit nach Hause nehmen kannst, ich finde das eigentlich ein nettes Konzept. Ja, ich weiß nicht, wie das spielerisch dann funktioniert. Genau, also spielerisch ist es halt, wie man jetzt hier sieht, so sieht es auch im Pokémon Go aus, es ist halt sehr runtergebrochen. Also sie wollen mit den neuen Spielen noch leichter werden, noch eine breitere Zielgruppe erreichen. Und ich weiß nicht, Pokémon ist für Kinder und es ist nie sehr kompliziert gewesen. Ich habe das mit 5 gespielt. Ich glaube nicht, dass irgendwer von Pokémon überfordert ist. Wobei, und das Ganze trotzdem noch eine Herausforderung zumindest ein bisschen sein sollte, ne? Ja, genau. Die Knopfdrückung gewinnst gefühlt. Naja, und hier bei der Fangmethode ist es zum Beispiel so, man hat jetzt so einen Pokéball-Controller und muss eigentlich cool wie im Anime die Wurfbewegung nachmachen, damit man sich richtig cool fühlen kann. Aber es fühlt sich leider wirklich schlecht an. Also alles, was ich von Nintendo bisher in Sachen Joy-Con gesehen habe, hat sich gut angefühlt. Ich weiß nicht, warum sich das so seltsam anfühlt. Du machst nur eine kurze, ruckartige Bewegung nach vorne, dann gibt es eine gewisse Latenz und der Ball trifft irgendwie immer. Also es fühlt sich nicht sehr cool an. Das macht selbst Pokémon Go besser und das ist ja echt kein komplexes Spiel. Ich wüsste nicht, warum ich dieses Feature in den Hauptspiel bringe, was sich dann irgendwie noch schlechter anfühlt. Warum macht man das denn mit dem Joy-Con? Warum kann man das nicht... anders lösen. Kann man, aber es ist ausschließlich über Bewegungssteuerung gelöst in Pokémon. Sonst würden sie nicht alle ihre Pokébälle verkaufen. Ich glaube, da werden auch etliche Leute, die einfach kaufen, die nicht mal das Spiel oder den 3DS dann haben, die Switch dann haben werden. Ja, es ist halt noch einfacher, auch was die Arenen angeht. Es gibt jetzt Begrenzungen, also du bekommst erst Zutritt zu einer Arena, wenn du die Bedingungen erfüllst. Zum Beispiel in die erste kommst du nur, wenn du ein Wasser- oder ein Pflanzen-Pokémon dabei hast. Das sind die Schwächen von dem Arena-Leiter. Muss man sich die, aber ich glaube, da kommt man auch alleine drauf, ohne dass man so eine Bedingung mit einführt. Muss man sich die Viecher alle in der Realität holen oder kann ich auch in dem Spiel auf Jagd gehen? Du kannst ausschließlich in dem Spiel auf Jagd gehen. Du kannst auch nur von Go in Let's Go übertragen. Also wenn du da ein cooles fängst, kriegst du es nicht auf dein Handy, aber andersrum schon. Okay. Aber da gibt es alles. Also du müsstest es nicht, aber du kannst natürlich dir noch mehr holen, weil letztendlich ist es nur ein Grind. Du musst auch tausende Taubsis fangen, damit du Erfahrung bekommst. Du hast keine Kämpfe mehr gegen wilde Pokémon. Du, und wenn du jetzt versaftest mega, die alle zu Bonbons. Mega krass bist du Pokémon Go wie Fabian Döhler und dann spielst du das Spiel und du hast aber schon die mega krassen Viecher. Ja, ebenso wie ich auch. Ich habe alles. Ich wüsste nicht, warum ich jetzt meine Pokémon da reinladen sollte, um da auch alles zu haben. Ja. Also ich glaube, es ist schon für die Leute cool, die nochmal ein bisschen mit Pokémon Go angefangen haben, vielleicht mal wieder in die Serie reinschnuppern wollen, aber für alle, die schon länger dabei sind und da irgendwie ein Herz für haben, ist es, glaube ich, ein bisschen, ja, sehr, sehr seichte Kost. Aber zum Glück gibt es ja nächstes Jahr dann das richtige Spiel, hoffentlich. Begeisterung sieht ein bisschen anders aus, aber mich hat es auch gewundert, wenn Nintendo aus dem Erfolg von Pokémon Go nicht nochmal irgendeine Verknüpfung versucht hätte. Ey, der Gedanke ist auch echt cool. Also, da kann man sicherlich noch was draus machen, so bin ich erstmal noch skeptisch, aber sie haben ja auch sich sehr vage gehalten bisher. Also vielleicht steckt da noch ein bisschen mehr drin. Ich habe hier auf dem Plan noch ein weiteres Thema, über das du gerne sprechen möchtest, Markus. Oh ja. Und ich weiß nicht, ob es bewusst so gemacht wurde, damit ich einfach die schlechteste Überleitung aller Zeiten machen kann. Na, hau raus. Aber apropos Bälle. Ja. Ja. über welches Spiel willst du jetzt reden? Ich habe heute Morgen, hier war noch nicht viel los, da bin ich ganz schnell zum Dead or Alive Stand gehetzt und habe Dead or Alive 6 gespielt. Denn es gab eine Horrorbotschaft, man will Dead or Alive nicht mehr so...
übersexualisiert machen. Oh nein, man konzentriert sich jetzt auf Gameplay? Ja. Nee, also ich bin ja tatsächlich als 15-jähriger Junge wegen den Brüsten gekommen, bin aber wegen dem coolen Kampfsystem geblieben. Ach so. Ich finde es, wirklich, also mir sagt das sehr zu. Das ist eins der ersten, die ich online gezockt habe. Ich wurde darin richtig gut. Ich finde, es ist simpel, aber irgendwie auch geil, sich da hineinzusteigern. Es ist so ein bisschen, so die Krux dran, weil das unterliegende Kampfsystem, das ist richtig gut bei Dead or Alive, aber die haben gesehen, wir verkaufen einfach wesentlich mehr, wenn wir dann noch, was weiß ich, wir tun Hitomi rein, die Sachertorte mag, ne? Und anstatt irgendwelche Counter-Moves. Auf dem Dreamcast haben es ein Kumpel und ich recht ausführlich gezockt und einfach, das hatte echt gute Auswahl. Ich sage, mir gefiel es damals besser als Virtua Fighter von der Spielbarkeit her aus. Ja. Nur hat die Serie, ob es jetzt durch die Hauptserie oder die Spin-Offs dann später gewesen ist, mit dem ganzen Beach-Volleyball und was sie da alles angestellt haben, eine ganz. Auch keine schlechten Spiele. Wollen wir jetzt über die spielerische Qualität von Dead or Alive Beach-Volleyball? Hast du den Poster ausgedruckt vom Screenshot? Oder? Ausgedruckt. Das hatte ich natürlich aus der Bravo Screen Fun damals. Ah. Was hat wahrscheinlich Fabian geschrieben damals. Was war dein Highscore beim Poolnudeldrücken? Das gab es damals noch gar nicht. Ich glaube, da gab es nur den Modus, dass sie mit ihren Ärschen mit ihren Ärschen gegeneinander. Naja. Willst du noch was über Dead or Alive? Nein, aber der Sechs, also du hast jetzt die Nachricht gehört, hast du es auch denn richtig spielen können? Ja, ich habe es richtig gespielt. Im Kern ist es noch genau das wie auch der Fünferteil. Es scheint jetzt in zu sein, auch krasse Supermoves mit einzubringen, die du mit Eintastendruck auslösen kannst, um so nochmal das Match zu drehen. Ja, kann man machen, bräuchte ich jetzt nicht. Aber es gibt immer noch Höschenblitzer, um dich. Wir werden sehen, was sie letzten Endes draus machen. Ich würde mir auch wünschen, dass es ein bisschen sowieso dezenter wird, weil dann hat das Spiel auch eine Chance auf solchen Veranstaltungen wie Evo, wo du einfach nicht mit freizügigen Charakteren dann einfach in Wettbewerben dann wirklich kämpfen kannst. Lass uns den Geschmack mal ein bisschen reinigen. Hallo. Von all dem. Und ja, wir haben ein richtig gutes Spiel, ja, und da musste ich leider meinen Termin abgeben an den werten Elias, der hat sich aber umso mehr gefreut. Ich habe mir parallel andere Sachen angeschaut, aber er durfte in Devil May Cry 5. Auweia. So, wir sind jetzt hier bei Capcom und ich durfte eines der Titel spielen, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Und zwar geht es natürlich um Devil May Cry 5. Und was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen verliebt. Ich bin mit Schmetterlingen im Bauch da rausgekommen, weil ich genau das bekommen habe, was ich mir erhofft habe. Stylish Action, so wie man es von Devil May Cry kennt. Man hat mit Nero wieder einen Charakter, der so ein bisschen frech ist, der ein bisschen cool geschrieben ist und sich genauso präsentiert. Das ist alles mit dem Augenzwinkern. Es sei es der eigentliche Charakter, der sich halt sehr stellenweise auch lassiv präsentiert, sei es die Dialoge mit verschiedenen Gegnern, mit Dämonen, die ganze Spielwelt, wie sie aufgebaut ist, da hat man vor allem die Stärken der Resident Evil Engine, glaube ich, voll ausgereizt, dass man da so ein paar Sachen in Szene setzen konnte, die man es so bei Devil May Cry noch nicht gesehen hat. Und vor allem auch, was die Zerstörungsgewalt angeht. Denn während eines Kampfes kann es beispielsweise passieren, dass ganze Stages auf einmal ineinander brechen, dass plötzlich alles verändert wird, dass man sich auf einmal in einem ganz anderen Ort befindet und so dann nochmal so eine gewisse Dynamik reinkommt und das alles nochmal ein bisschen frisch halten. Ansonsten die größte Neuerung, die ich festgestellt habe, sind die verschiedenen Arme von Nero, die du komischerweise einfach irgendwo aufsammeln kannst, die sind quer zerstreut durch die Welt. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht warum, vielleicht war das auch nur in der Demo so, vielleicht aber auch nicht. Fest steht, dass diese Arme verschiedene Special Moves einem ermöglichen. So kann man sich beispielsweise durch die Welt teleportieren, man kann sich sehr schnell dashen, man kann einen riesen krassen Megastrahl abfeuern und so verschieden Damage generieren. Das war alles schon sehr, sehr, sehr schön und vor allem, und das ist das Allerwichtigste, man hatte Flow. Es hat sich einfach gut angefühlt, man konnte schnelle Combo-Ketten machen, man konnte sich von einem Gegner zum anderen schnetzeln und so diesen Counter schön oben halten und das hat einfach so viel Bock gemacht. Leider ging die Demo nicht so lange, ich glaube um die 20 Minuten kommen wir maximal spielen. Hat alles großen Spaß gemacht, bin super gespannt, was sie uns noch alles zeigen werden. März soll es rauskommen, März 2019 für PS4, Xbox One, PC.
das, was ich gesehen habe, war schon mal sehr, sehr, sehr gut. Ich bin sehr gespannt, was ihr uns dann noch alles bieten könnt. Und ich hoffe so sehr, dass ihr genau diesem Pacing folgen könnt, dass ihr uns auch vielleicht ein paar frische Elemente nochmal mit reinbringen könnt, die das alles nochmal ein bisschen auflockern, wie wir es so bisher gesehen haben. Und dass man vor allem auch ein paar neue Überraschungen erlebt, sei es gameplaymäßig, sei es was die verschiedenen Storystränge angeht. Man hat ja im Release-Trailer, im Announcement-Trailer hat man ja Nero gesehen. Den haben wir noch gar nicht sehen können. Da hoffe ich, dass man auch noch ein bisschen mehr bekommt. Ansonsten guter Ersteindruck. Devil May Cry 5, kann man auf jeden Fall gespannt sein, was da noch alles in den nächsten Monaten kommen wird. Ich habe mit glänzenden Augen gerade mir das ganze Gameplay angeschaut. Das kannte ich bisher noch nicht. Alter Verwalter, ich hab voll richtig Bock drauf, muss ich sagen. Ich bin froh, dass er wieder, also nicht mehr den kleinen schmierigen Helden vom letzten Mal nimmt. Er hat mich wirklich ein bisschen gestört. Ich weiß, ich fand es eigentlich ein ordentliches Spiel. Es war schon ganz okay. Ja, eben das erste, was nicht in Japan entwickelt wurde, was eigentlich wirklich auch ein sehr gutes Spiel an sich gewesen ist, aber nicht ganz das, was die Fans erzähltechnisch und spielerisch erwartet haben. Genau, und deswegen bin ich sehr froh, dass er da wieder zurückgeht. Und ich fand auch, das sah doch Hammer aus. Mhm. Vor allem, ich fand diese Szene richtig geil, wo er da am Fluss lang gelaufen ist, im Hintergrund dieser Riesen-Mech hergestampft ist, das macht ein bisschen feuchtes Hühnchen. Ja, ich hab's häufig auch schon mal gesagt, einfach, es gibt ja auch Leute, die Bayonetta sehr, sehr gut finden und Devil May Cry und Bayonetta sind einfach sehr nah beieinander. Bayonetta ist die Serie, die gemacht wurde, weil die Entwickler nicht mehr die Devil May Cry-Lizenz hatten. Nur, ich finde, so gut die Designs sind und so spaßig die Bayonettas sind, sie sind mir zu wild, zu abstrus, da passiert zu viel, du drückst auf den Knopf und irgendwo fängt der Teufel hinten an zu kotzen und vorne tanzen Einhörner. Kasachok, ne? Und ich verstehe einfach nicht, was da passiert wirklich. Ich kann dem nicht wirklich folgen. Devil May Cry ist auch abgedreht, aber hat noch irgendwie so eine Greifbarkeit. Ne? Da erkennt man schon, was man macht. Ja, ich hätte es auch gern gespielt, ehrlich gesagt. Also ich bin bei euch. Ich habe richtig Bock. Das sah einfach so mega flüssig aus und mir war der Held auch sympathisch. Die Sprüche, die man in den Trailern gesehen hat, ich glaube, das legt den richtigen Ton ein, den ich mir so vorstelle. Ja, los. Komm raus. Komm raus. Ja, nur alles, wir klingeln bei Capcom mal und schauen, ob wir irgendwo kurz mal durch die Hintertür dann hinken. Aber Capcom ist nicht das, oder zumindest Devil May Cry war bei Capcom nicht das einzige Spiel, was wir uns angucken durften. Da wäre ich auch gern mitgegangen, habe schon vor einiger Zeit mit Simon bereits über eine Stunde spielen können. Das war aber noch die E3-Demo. Jetzt ist ein neuer Abschnitt da gewesen von Resident Evil 2 mit ganz, ganz frischen Simon-Eindrücken. Money's in my account. Always a pleasure. Attention, all citizens. Due to the citywide outbreak. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. Bei Capcom hatte ich heute die unfassbare Möglichkeit, die neue Demo zu Resident Evil 2 anspielen zu können. Wir haben gespielt mit Claire Redfield, die man ja aus dem Original auch kennt. In diesem Original sind ja die beiden Hauptcharaktere getrennt voneinander und erleben dann auch relativ unterschiedliche Abenteuer, treffen andere Charaktere und. Dasselbe gibt es jetzt auch. Was mir direkt aufgefallen ist, dass dieses Mal die Level-Architektur ein bisschen beengter war. Mir hat besonders gut gefallen, finde ich, wie Claire Redfield mit dem Mädchen umging. Da hat man schon gemerkt, dass das nochmal dass das eine andere Rolle spielt, als wenn das jetzt irgendwie Chris Redfield ist mit seinem Oberarm, der sagt, stay behind me. Sondern das war irgendwie ja, wie eine Mutter, ist sie mit ihr umgegangen. Der Vater ist mutiert, hat ein riesen Auge, insofern, das kennt man auch alles schon, sieht jetzt aber so viel geiler und ekelhafter aus. Als Fan muss ich sagen, es ist exakt das, was ich erwartet habe. Es sieht einfach alles ein Ticken schöner aus. Die Waffenphysik, wenn man schießt und man merkt, okay, ein Gegner braucht ein bisschen länger, ein bisschen mehr Kugeln, bis der den Boden küsst. Man kann sich natürlich auch wieder eigene Waffen, eigene Munition craften. Und ein Charakter, der gegen Ende in der Zwischensequenz zu sehen war und der mir unglaublich gut gefallen hat, einfach wie er aussah, wie er geactet hat, sage ich mal, und wie er geschrieben war, das ist der Bürgermeister. Und der hat eine relativ untergeordnete Rolle, was Cutscenes und Dialoge angeht im Original, hat jetzt aber meiner Ansicht nach eine etwas gravierendere, interessantere Antagonistenrolle bekommen.
was eine super Entscheidung ist, weil der Typ ist total assi und eklig, auch schon im Original, aber man kriegt nur ganz wenig mit von dem, was da unter der Oberfläche steckt. Und hier habe ich das Gefühl, wird von seinem Potenzial einfach viel mehr ausgeschöpft. Da freue ich mich tierisch drauf. Und ich bin null überrascht, dass ich immer noch genauso gehypt bin wie vor der ersten Demo. Da wird sich nicht mehr viel ändern. Das Spiel ist top. Da geht nicht viel schief. 25. Januar könnt ihr euch das dann selbst holen und euch davon überzeugen. Da lege ich meine Hand in diverse Feuer, dass das geil wird. Bis dann. Oder diverse Hände in ein Feuer. Das würde alternativ auch funktionieren. Ich habe dazu auch schon mehr als genug gesagt. Hey, alleine die 1-Stunden-Demo, die wir von der E3 dann kannten, war fantastisch. Und wenn sie auf dem Weg bleiben, wird es wirklich mit eins der besten Remakes, die man machen könnte. Hey, ich habe tierisch Bock drauf. Ich bin vor allem gespannt, wie sie es hinkriegen, den Perspektivwechsel zu bewerkstelligen. Weil das klingt eventuell, ja, es klingt auch schwierig, die Perspektive zu wechseln, aber es ist für einen Entwickler sau schwer, weil alleine die Tatsache, dass du den Gang entlang gucken kannst, als nur den kleinen Abschnitt von oben zu sehen, verändert ja zum Beispiel einen Schreckmoment oder sonstiges. Die Bewegungsgeschwindigkeit der Figur, die angepasst ist, verändert alles. Das heißt, die müssen ja die Welt irgendwie so anpassen vom Scaling oder vielleicht auch nur von den Proportionen, dass es sich trotzdem irgendwie noch alles gut anfühlt. Also rein um den Vergleich zu machen, ich kann das Polizeirevier aus Resident Evil 2 so x-fach auf der PlayStation durchgespielt und jetzt, du erkennst das Layout, wenn du selber spielst, wieder, aber wie sie mit bestimmten Verbindungen umgegangen sind, wie breit die Räume sind, wie du darum umgehst, nochmal spezielle Szenen, da ist nochmal ein Gatter, das vorher nicht da war, aber da gibt es eine Szene, die dann doch mal speziell dir ein Gore-Feature zeigt. Ich glaube, die haben schon mit dem richtigen Gedankengang sind sie rangegangen, einfach das erkennbar zu lassen, dass du von Anno dazu mal das Spiel so grob, ja, so erinnere ich mich ungefähr dran, aber es zu modernisieren, dass es auch mit der 3D- oder Overshoulder-Perspektive funktioniert. Das war auch mein Bedenken vorher. Klappt Overshoulder, ne? Musst du das unbedingt so machen? Das Remake von der ersten Resident Evil war ja auch schon toll mit den festen Kameraperspektiven. Aber bisher ist mein Vertrauen nicht erschüttert. No? Ja, ich bin einer der Menschen, die den Teil nicht gespielt haben. Mhm. Ich habe mit Code Veronica X, hieß es, glaube ich, angefangen. Von daher bin ich einfach froh, dass es so ein wirklich tolles Remastered gibt oder Remake. Ich freue mich drauf, dieses Stückchen Spielgeschichte mal in wirklich schick nachholen zu dürfen. Ja. Ich habe den ersten damals durchgespielt und den zweiten habe ich so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und ich überlege die ganze Zeit, ob das vielleicht nochmal eine Möglichkeit ist, das nachzuholen. Ich habe auch ganz wenig Erinnerungen an den zweiten Teil. Für mich war das Remake des ersten war für mich das Highlight sozusagen. Ja, du musst echt mal gucken. Also wenn du eine Nostalgie hättest, könntest du eventuell heute auch mal die PlayStation-Version anpacken. Aber da sind so viele Fortschritte reingegangen und unabhängig von Nostalgie ist das einfach wohl ein gutes Spiel in der Mache. Ne? Also ich glaube, da wirst du auch direkt wieder einsteigen können, wenn du es gerne mal ausprobieren möchtest. Wenn wir schon bei Zombies sind, wir haben eine Mats noch, aber es sind gleich zwei Spiele mit drin. Dennis war unterwegs und hat sich die beiden Dying Lights angeguckt, die gerade hier unterwegs sind. Dying Light 2 und Dying Light Bad Blood. Das hat er zu sagen. Super guter Termin als nächstes. Ist der letzte Termin, hab mich ziemlich drauf gefreut. Wir sind bei Techland. Das sind die Polen, die diese super guten Zombie-Spiele machen. Nicht nur Dying Light Bad Blood, was so ein bisschen Battle Royale-mäßig wird, sondern auch Dying Light 2. Das sind zwei unterschiedliche Spiele. Und was dann genau der Unterschied ist, das ist gar nicht so einfach. Das finden wir jetzt raus und dann erkläre ich euch gleich, okay? Schon recht beeindruckt. Wir hatten ja auch den guten Timon schon zu Gast bei uns, der hat uns ein bisschen was erzählt, aber hier konnte ich gerade noch viel, viel mehr sehen und ich finde das recht interessant, denn Dying Light 2 wird sich, also zumindest die Gamescom-Infos, sind alle sehr beschränkt auf den Tag im Spiel und irgendwie scheint das Spiel das Ganze in zwei Teile zu teilen, nämlich Tag und Nacht. Und nachts kommen die Zombies. Und deswegen habe ich gar nicht viel von Zombies gehört. Sie haben viel gezeigt über die verschiedenen Fraktionen, die man bei Dying Light 2 gut oder böse stimmen kann. Da ist sehr viel Zwischenmenschliches, was da passiert, Entscheidungen, die man treffen muss. Nicht alles schwarz und weiß, sondern Dinge wie zum Beispiel, das Wasser, was wir gefunden haben, was sehr, sehr wichtig ist in der apokalyptischen Zukunft. Wem geben wir das? Trinken wir das selber aus? Verkaufen wir das? Oder geben wir das an die Guten? Und das alles sind Entscheidungen, die man treffen kann, die das Spiel beeinflussen. Und sie haben richtig
richtig beeindruckend gezeigt, wie diese Entscheidungen das Spiel auch tatsächlich beeinflussen, weil häufig ist das ja nur Gerede, aber ich habe bei Dying Light das Gefühl, dass da eine ganze Menge hintersteckt. Man kann auch wieder Koop spielen, das war bei Dying Light 1 ja eins der super Koop-Features, was super viel Spaß gemacht hat. Das kann man hier auch, aber da kommt natürlich die Frage auf, wie macht man das, wenn man so eine persistente Welt hat und der Kumpel, mit dem man spielt, alles ganz anders entschieden hat. Da haben sie sich Gedanken gemacht, sie haben gesagt, okay, im Multiplayer nimmst du den Progress, den Fortschritt da nicht mit von der Story, aber allen anderen Fortschritt. Und das ist meiner Meinung nach genau die richtige Entscheidung. Alle XP nehmt ihr mit aus dem Multiplayer-Koop, alle Gegenstände, die ihr findet, nehmt ihr mit. Finde ich, ist eine gute Entscheidung. Und natürlich der Nahkampffokus ist auch wieder da. Ich habe zwar einmal eine Shotgun gesehen im Spiel, aber die wird sehr, sehr selten sein. Das Ganze ist dann sowas wie ein Super-Weapon und man hat dann auch nur ein Magazin, wobei Shotguns haben ja gar keine Magazine. Aber man hat nicht viel Schuss und das macht Dying Light 2 aus. Wieder viel Melee-Combat mit Zombies, aber auch viel gegen Menschen, weil es so viele Fraktionen gibt. Das wird recht spannend. Die Welt soll viermal so groß sein wie die einzelnen Areale aus dem ersten Teil zusammen. Und ja, ich freue mich. Die veränderbare Welt wird irgendwie neuen frischen Wind reinbringen in Dying Light 2 und es sieht halt echt mega gut aus. Also ich meine, die Bilder habt ihr wahrscheinlich oder wir zeigen sie euch jetzt. Oder also es sieht echt gut aus. Ich habe Bock drauf. Das war Dying Light 2. Aber wir hatten auch eine Präsentation zu Dying Light Bad Blood. Dying Light Bad Blood, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich fast noch geiler als Dying Light 2. Dying Light Bad Blood ist im Grunde so ein Zwischending-Spin-Off. Es ist ein Battle Royale, wobei sie bestehen darauf, dass es nicht Battle Royale heißt. Es ist eigentlich auch nur 12 Leute auf einem Server, von daher nicht so richtig Royale, aber sie nennen es Brutal Royale, also Brutal Royale. Ganz lustiges Wortspiel und es geht darum, 12 Leute natürlich auf einer Map und wer als letztes dann mit dem Hubschrauber da wegkommt, der hat gewonnen. Das klingt ganz spannend, ist auch so, wir durften ausprobieren, Axel durfte auch spielen hinter der Kamera und wir waren nicht allzu erfolgreich. Die Bilder seht ihr vielleicht im Hintergrund. Das ist, was wir noch so gerade geschafft haben. Aber es macht mega Spaß. 12 auf einer Karte. Die Karte übrigens habe ich gleich erkannt. Das ist die aus dem ersten Spiel, aber stark modifiziert. Also es ist nicht einfach neu recycelt, die Map vom ersten. Plus es kommen ja später noch neue Maps dazu bei diesem Brutal Royale. Es wird Free-to-Play sein. Eine ganz interessante Information. Aber im Vorfeld könnt ihr euch einkaufen. So als Supporter oder Early Access, ne, wie man das heute nennen will. Im September soll es dann soweit sein mit dem Early Access, da kann dann jeder mitmachen. Hauptsächlich wird es sich finanzieren durch so kosmetische Individualisierungsoptionen. Und was haben wir noch? Ach ja, sie achten darauf, dass es kein Pay-to-Win wird, keine Power-Advantages, meinten sie. Man steigt zwar im Level auf, hat einen gewissen Progress, aber der bezieht sich nur auf die Lebensenergie und ja gut, kommt dann aufs Matchmaking drauf an. Ja, für PC und Xbox wird das anfänglich rauskommen. Vielleicht kommt PS4 danach auch noch, das hat er jetzt nicht gesagt. Aber ganz ehrlich, von den Dying Light-Dingern, dieses Bad Blood, behaltet das im Auge. Das macht richtig Spaß, sieht richtig gut aus. Es geht sehr, sehr schnell, durchschnittliche Spiellänge von so einem Brutal Royale-Match, ca. 10 Minuten. Ja, so wie von mir, von den beiden Dying Light-Spielen, over and out. Ja, Dennis war ein bisschen mehr bei Bad Blood, was seine Gunst angegangen ist. Wie sieht's bei euch aus? Würdest du, also im ersten Eindruck Dying Light 2 oder Bad Blood? Ich bin da so ein bisschen der falsche Ansprechpartner. Ich werde da nicht so richtig warm mit. Kein bisschen kribbeln? Ja, doch, es sieht schon irgendwie ganz nett aus, aber es gibt auch andere Dinge, die netter aussehen. Mhm. Deswegen, ich gehe mal weiter. Bist du jetzt bei dem Zombie-Royal-Ding oder was? Oder ja, generell, ich bin dieser Zombie-Thematik auch einer von denen, der dem inzwischen so ein bisschen überdrüssig ist. Irgendwie. Mhm. Also, wenn ein Zombie auf mich zukommt, dann gucke ich schon eher weg als hin. Ja, so fängt so, das so an. Sollte man meistens machen. Dann ist man tot. Ja. Ja. Also, ja, das Battle Royale-Ding, es bekommt ja viel Hate ab, das Genre. Ich finde aber, ey, komm, macht's, vielleicht ist es ja mega geil. Also, warum nicht? Für mich hätte man das auch in ein Spiel packen können, ich weiß nicht, dieses Free-to-Play nebenbei, klar will man ein bisschen Geld machen und ein bisschen Cosmetics und die Spiele werden ja auch gepflegt, aber ja, so ganz verstehe ich es nicht, warum man es nicht einfach in ein Spiel packt. Weiß nicht, es ist für mich gefühlt wahrscheinlich, dass da unterschiedliche Teams dran sitzen mit unterschiedlichen Ansätzen und wir haben die Dying Light Lizenz, so können wir das nochmal da mit drauf packen. Ja, ich würde mir persönlich erhoffen, also ich bin kein Battle Royale Spieler, also kann ich mit Bad Blood nicht wirklich viel anfangen, auch unabhängig davon, was für eine Qualität drin ist. Ich bin bei dir auch, was die Zombies angeht, so ab und zu mal, wenn man so einen Twist findet, wie bei so einem The Last of Us, na, wo du nochmal ein bisschen was anderes draus machst, dann wird es so ein bisschen interessanter draus und nicht so standard, oh, es wird dunkel und
da kommen wir alle. Aber Dying Light 2 könnte mir Spaß machen, weil es so ein bisschen verglichen wurde im Vorfeld mit Vampire von Don't Nod, was die Konsequenz angeht und die Persistenz der Welt, ne? Dass du da Einfluss darauf hast und wenn du die Entscheidung triffst, dass es auch wirklich nachhaltig dort sich verändert. Und das ist für mich fast schon interessanter, als dass jetzt Zombies so eine Endzeit drin sind. Wie sieht es bei dir aus, Nils? Ja, es geht Zombies. Es muss ja nicht immer vordergründig um Zombies gehen. Also es gibt diese Fraktion, es kann ja auch sein, dass es eigentlich eher um die Menschen und um die Fraktion geht, um die Überlebenden und um die Welt, in der das spielt, die ja eben auch veränderbar ist. Mhm. Weil sowas finde ich dann immer wichtig, wie die Komplexität dann auch de facto ist. Man sieht dann immer so diese ganzen verschlungenen Wege und Pfade und manchmal ist es dann doch linearer und einfacher, als man das dann vielleicht in so einem Trailer sich in seiner Fantasie ausmalt. Also wenn das wirklich konsequent ist und komplex ist, dann finde ich das mega geil, weil dann habe ich das Gefühl, ich kann diese Welt verändern und prägen auch mit meinen Handlungen. Dann finde ich sowas super gut. Und was diesen Battle Royale Modus angeht, mein Gott, ey, das ist halt gerade Trend. Alle versuchen da aufzuspringen und das auszuschlachten. Ich denke, bei sowas und bei vielen anderen Dingen im Leben auch, wenn es nichts für einen ist, scheiß doch einfach drauf. Mhm. So, also ich muss doch nicht immer alles, was mir persönlich nicht gefällt, irgendwie da ein Label draufpacken und drüber reden. Scheiße, scheiße, scheiße. Ey, fuck it. Wem es gefällt, spiel das doch und hab Spaß damit. Und letztendlich werden diese Dinge dadurch entschieden, wer das alles spielt. Und wenn das kein Schwein spielt, dann wird es auch nicht mehr produziert. Mhm. Das ist so, in den 90ern gab es Talkshows. Da hat irgendwer mal Hans Meiser oder so erfunden und dann gab es Ilona Christen und tausend andere und irgendwann hat es keiner mehr geguckt und dann waren sie wieder weg. Und so wird das mit Battle Royale auch sein. Das ist halt jetzt dieser Hype. Spielt's nicht, wenn ihr es scheiße findet. Spielt, wenn ihr das mögt. Und so entscheidet ihr letztendlich auch den Weg. Und das tut ja keinem weh. Also. Wir haben noch viel, viel, viel mehr Sachen, über die wir gerne sprechen würden, aber nicht mehr so viel Sendezeit. Wir sind leider schon für heute am Ende angekommen. Ich bedanke mich schon mal bei Nils, dass es wieder in die Sendung gestartet und speziell natürlich bei euch beiden, abseits von der wichtigen Aufgabe für Game 2, die Sendung zusammenzufahren. Seid ihr schon einigermaßen soweit? Ja. Ein kleiner Flickenteppich da, aber der wird schon noch zusammengesetzt. Ja, also man braucht ein bisschen Stress, damit es gehört, damit die Sendung auch ist richtig gut. Ja? Genau. Man muss die Angst ein bisschen spüren beim Gucken. bevor ich euch noch einen kleinen Ausblick auf die Themen gebe, ihr beiden habt noch ein bisschen was mitgebracht. Ja, ne? Wir haben nämlich nicht 2, nicht 4, nicht 6, nein, 5. Ich habe zu weit gezählt. ganzen Game 2-Team unterschriebene T-Shirts mitgebracht. Und wer eins will, ich sehe schon, es melden sich alle von selber. Ich gebe Markus einfach mal ein paar. Verteilt mal schon mal vielen Dank, dass ihr dabei wart. So. Morgen in der Recap-Show gibt es was zu Spider-Man, zu FIFA, Battlefield, Hitman 2, Underworld Ascendant, viel mehr zu Cyberpunk und generell noch geiles Zeug. Also Hände hoch, greift euch die T-Shirts. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.